Willkommen zu, ja, wird gar Back to the Tone X2. Jetzt auch mit der neu installierten, geht kacken, jetzt auch mit der neu installierten Version von GZ Doom Version 4. Von Doom for Doom ist auch eine neue Version draus. Allerdings, ja, will sie nicht so ganz. Dementsprechend, hier, da mag er was nicht. Ich habe dazu einen Fix gefunden. Allerdings müsste ich den in die PK3-Datei einbauen, beziehungsweise eine neue PK3-Datei dafür erstellen. Und ne, da warte ich lieber, bis dann irgendwann die finale Version rauskommt. Dementsprechend spielen wir weiter mit der Alpha-Version 3.8.3. Die funktioniert ganz normal, easy. Hatten wir ja bisher auch gespielt, die letzten Aufnahmen mit Doom for Doom. Ja. They are rage. Finde ich auch brutal. Neu. Wir spielen natürlich Ultra Violence. Und geben uns ein Backpack. Ja, seht ihr, diese neue Schriftart ist einfach so unglaublich geil. Digga. Dafür bringt man gerne Leute um. So. Ja genau, Back to Saturn X2. Doom for Doom. Ja, alles andere kann dann ja quasi weg. Das wird ja eh nichts mehr. Das lassen wir dann noch. So. Ja. Wir befinden uns hier auf einem Felsvorsprung, nehme ich mal an. Oh oh. Ja, da war ja was. Nein, doch. Autsch. Ich werde bestraft dafür, dass ich experimentierfreudig bin. Thanks. Okay. War keine einzige Idee? Okay. Fuck you! Wieso geht das nicht? Keine Chance.
Okay. Unsere erste Waffe, also neben unserer Pistole. Shotgun wäre mir lieber, aber gut. So, hier ist auch nichts mehr weiter. Oh mein Gott. Okay. Ich guck mal, ob es hier doch noch irgendwie eine Taste gibt. Glaub aber nicht. Ach ja, siehst du, auch neu bei Version 4. Also da hat sich einiges geändert. Unter anderem haben sich jetzt die ganzen Tastenstellungen hier in Untermenüs verfrachtet. Nichtsdestotrotz suche ich Ach, jetzt geht's auch hier für die Einträge. Ich habe die immer gesucht in diesen Einstellungsmenü. Ich hab die nie gefunden. Na egal. Mittlerweile habe ich mich an diese bei Tasten gewöhnt. Jetzt kannst du alle F-Tasten hier einstellen. Nice. Gleich mal raus. Ist aber nichts, was ich suche. Was ich suche, ist Flashlight. Gucken vielleicht hier bei den Options. Oh ne. Ah, keine Taschenlampe, Alter. Das bei so einer dunklen Map. Da kriegst du ja Krise, kriegst du da. Na gut. Auf jeden Fall müssen wir wieder. Müssen wir wieder hier Secret Suche gehen. Und ja, ich weiß, dass das Cheaten ist, was ich gerade gemacht habe. Aber wir wollen uns hier ja nicht die ganze Zeit scheiße. Ernsthaft jetzt? Ja, komm halt runter. Digga, was ist mit dem los?
Okay. Yay, Shotgun! Und die blaue Keycard. Ganz schön rabiat das Spiel. Ich laufe immer in die falsche Ecke. Mal, wieso renne ich denn immer da hoch? Ja, ich bin schon wieder tot. Danke.
So, hier haben wir Schalter. So, Hütchen. Hier gibt es nicht mehr. Nichts mehr. Dann kann ich halt hier rein. So, jetzt sind wir wieder hier, oder? Jetzt haben wir die gelbe und die blaue Karte bekommen. Gelb ist da nach rechts, genau da. Alle mit einmal. Da ist eine Tür, Mann, ey, das ist doch Bullshit hier. Bullshit.
Oh mein Gott, was ist denn da? Shotgun-Munition, haben wir auch schon eine Shotgun? Ja, haben wir. Sehr schön. Okay. Thank you.
Mann! Geht doch! Das wäre zu flach. Wie komme ich da unten hin? Oh! Ich kann auch springen. Beziehungsweise hier ist auch eine Tür. Okay. Wo kommt die hier hin? Hä? Achso, ist hier schon. Die Frage ist nur, wie komme ich wieder zurück? Weil so hoch springen kann ich nicht. Und es muss hier irgendwie auch einen Weg hier. Da ist auch so. Rein. Schon viel besser. Okay, so kann man noch arbeiten. Hä? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Wo muss ich denn entlang? Ha! Das ist so scheiße. Kann man mal sagen, wie ich hier ganz normal hinkomme? Macht nicht wirklich Sinn, aber okay. Kann sein, dass ich irgendwas gemacht habe. So, jetzt mal. Kann man von hier irgendwie ran? Nee, ne? Auch nicht. Ist doch alles so scheiße dunkel. Ich hab keine Ahnung. Ich bin doch scheiße dunkel. So. Sehe ich jetzt was, was ich davon nicht gesehen habe?
Ach ja, da. Ach, immer die Dunkelheit. Ach, Eminenchen. So. Ah, scheiße. Ding nur nach unten, Alter, ey, das gibt's doch gar nicht. Wie viel noch kommt. Oh, da ist auch Boni. Achso, Feuer. Da an die Anfang. Was habe ich jetzt überhaupt bekommen? Achso, die rote Karte. Ja. Der kann ich jetzt. Ne, von da komme ich. Doch, genau, doch, passieren. Wie kann man immer so schön verkacken? Exit. Nee, hier wollen wir noch nicht hin. Ich würde gerne vorher noch A ein bisschen Rüstung einsammeln und B noch Klassikers finden. So, ich meine, Platz. Wir hier immer so noch Umwege nehmen müssen, ey.
Okay, da war noch ein Schalter. Achso, auch das war ein Secret. Genau, das ist ja das Ding hier. Das war doch 75 nur. Kommt so rum, dass wir noch im ersten Level dran sind. Das dauert ja ewig, hier alle Secrets zu finden. Ach komm. Da wird sich von locker geschmeidig lang gehen und dann bleibe ich wieder überall hängen. Genau, das war das Ding. Doch ein Sieg wird. Wird ja uns aber auch nichts angezeigt, ey. Ach Gott. Ah, schau mal da an. Das war kein Secret. Doch, war ein Secret. Hä, wie viel? Ach, es sind noch drei Gegner. Ja, holy. Wo ist die da jetzt bitte? Ja, die können jetzt quasi überall sein. Wir haben doch alle Gegner abgelaufen. Oder wir sind doch alle Gegner abgelaufen. Ich bin verwirrt. Na gut, komm. Sowas haben wir früher schon gerne immer gemacht. Weil erst hier nochmal nach Mozart zu suchen, das ist wirklich, also
Die können sich jetzt wirklich überall hier verkriechen. Vor allem kann es auch sein, dass es irgendwelche Viecher sind, die hier zum Reinspawn gedacht sind, wenn wir irgendwas auslösen. Und wenn wir das aber nicht auslösen, dann kommt die dementsprechend auch nie. Ja. Sowas zu suchen, wie gesagt, das kann Jahre dauern. Wenn nicht sogar Monate oder gar Tage. Kann es sein, dass ich gerade die Sache falsch aufgezählt habe? Ich weiß ja nicht. Na gut. Ja, das Level 1 von Back to Saturn 2. Back to Saturn 2. Back to Saturn X2. So. Ja, den sind wir schon mit vor.